Wir spielen The Forest. Weiter geht's. Ich habe gespeichert für uns. Geschlafen nicht, weil unser kleines Häuschen kaputt gehen würde, habe ich gemerkt. Also lassen wir es genau so, wie es ist, damit wir gleich wieder abspeichern können, wenn wir fertig sind. Gehen wir direkt wieder rein in die Höhle. In der Hoffnung, dass sie da unten nicht neu gespawnt sind. Gehen wir mal gucken. So, und wir gehen den linken Weg anstatt weiter geradeaus. Mal gucken, ob ich den jetzt noch finde. So. Erik, kletter du mal los. Ist ein Asthmaanfall oder was? Krieg dich wieder ein. Armsi, wo bist du? Hoffentlich bist du nicht mehr da. Na los, es fängt an zu glänzen, also sind wir gleich unten. Leider haben wir keine Taschenlampe mehr. Ich finde, kann man besser sehen mit Taschenlampe. So, hier sind wir. Kaltana in die Hand und los geht's. Stoff, wenn wir Stoff nehmen, nehmen wir immer mit. Alles andere ist eigentlich auch wichtig. Spielzeugteil haben wir. So, dann hier hoch. So weit waren wir schon. Kleingeld nehmen wir mal mit. So, hier lang. Ist hier irgendjemand, irgendwas? Hallo? Keiner da? Sehr schön. Nehmen wir den Kram hier wieder mit. Na los. So. Hier lang ging's. Genau. Und Erik hat schon genug von der Höhle. Nächste Folge wird erstmal wieder zum Unterschlupf gerannt. Das hält seinen Adrenalinspiegel nicht aus. So. Jetzt ging es hier lang und irgendwo ging es doch links, bin ich der Meinung. Hier durch. Schön leise sein, Erik. Kopf einziehen. Ich höre noch nichts. Licht, Erik. Danke. So, hier ist die kleine Pfütze. Nee, Erik, also, wenn du mir kein Licht machst, dann brauchen wir hier nicht weitergehen. Danke. Okay, genau. Dort, hier sind wir. Da ist der. Geht es hier irgendwo links lang oder habe ich mich. Naja, hier. Genau. Müssen wir mal gucken, ob es hier überhaupt weitergeht. Was liegt hier? Irgendwelche Gedärme? Oh, okay. Aber das war nicht das von letztem Mal, glaube ich. Okay, weiter geht's. Damit funktioniert das immer nicht so gut. Wir nehmen mal die Axt. Was haben wir hier? Na komm. Das noch und das reicht dann. Was haben wir denn hier? Nein. Nein. Auch nicht das. Nein. Ja. Oh, süß. Schön. Gefällt mir. So, voll, voll, voll. Kommen wir hier noch weiter lang? Erik, Kopf einziehen. Oh, guckt mal hier. Oh. Okay, neuer To-Do-List-Eintrag. Wow, Alter, Mann, das war die Höhle mit den Fledermäusen. Okay. Okay, da hinten ist unser Zuhause. Machen wir das hier kaputt. Hauen wir auch kaputt. Das ist gut zu wissen, weil dann kommen wir nachher am besten hier raus und rennen dann einfach dort lang. Warum sind denn die Kisten leer? Okay, Holzkisten brauchen wir anscheinend nicht nochmal abreißen. Wir gucken mal kurz in unser schönes Büchlein, weil wir haben
irgendwas, mit womit wir Markierungen setzen können. Das suche ich jetzt mal kurz, damit wir den Höhleneingang auch immer wieder finden. Signalflagge hier. Wir machen uns mal hier eins hin, dann braucht man nicht immer diese Unterschlupfe bauen. Haben wir alles dafür? Ja. Was sollen das für Höhlen? Was sollen Höhlen für Farben haben? Wir lassen einfach gelb. Okay. Rein da wieder. Gut, dass ich den Weg ausgewählt habe, dann wissen wir, dass da ein Ausgang ist. Okay, dann geht's jetzt weiter da hinten lang. So. Duck dich. Ach, guck mal, hier steht auch noch eins von denen. Hab ich gar nicht gesehen. Nein, ja, so. Hier runter. Okay, und dann hier lang weiter trinken. Sind wir voll oder nicht? Naja, sind wir. Okay. Ich bin so aufgeregt, ich habe so Angst. Kriegt der Erik zwar ganz gut hin, aber trotzdem. Den kleinen Armsee, den wir hier hatten mit den drei Körpern, der kann auch an der Oberfläche spawnen. Umso länger wir hier überleben, umso häufiger werden wir die auch an der Oberfläche sehen. Ist mit allen Mutanten so, auch die Kannibalen. Kommen dann häufiger an die Oberfläche. So, hier waren wir ja schon, genau. Okay, die leeren Kisten, ja, okay. Jetzt werden wir kurz kein Licht haben, das ist halt das Problem. Hier waren wir schon, die werde ich nicht nochmal öffnen. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Oh, und wir haben Licht, okay, das ist gut. Dann hier lang jetzt. Oder? Ja. Bis hierhin waren wir schon, hier lang geht's. Warum geht's denn hier auch weiter? Geht's hier auf? Oh nein, hängen wir fest? Oh nein, Erik. Und hier geht's auch noch weiter. Das war das, wo wir gegengehämmert haben. Wir gehen erstmal links lang. Dass es ein Fehler war, wir werden's jeden Moment herausfinden. Was hängt hier überhaupt? Sind das... Könnten Finger sein? Sind das Finger? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist so ruhig, das macht mir ein bisschen Sorgen. Was liegt hier? Was ist das? Köpfe! Okay, ist das einfach nur ein Gang, der nirgendwo hinführt, oder was? Boah, ich hab Angst. Was denn das jetzt hier schon wieder? Da ist der Krater. Da sind wir schon panischerweise vorbeigerannt. Und das Kreuz, was wir hier eben in einer anderen Höhle gefunden haben. Notizbuch. Gucken wir uns alles an. Später aber. Okay, hier waren wir anscheinend noch nicht. Ist das ein Passagier? Scheint nicht so. Der hatte eine Leuchtfackel. Und eine Bibel, okay. Dein Kopf. Du hast deinen Kopf verloren, Freund. Noch eine Bibel. Okay, kommen wir hier weiter? Wir kommen hier tatsächlich weiter. Warum ist denn die Höhle so groß? Ein kleiner... Oh, wartet mal, ich sehe das Tageslicht. Noch ein Ausgang, sehr schön. Perfekt. Ey, nein! Mann, Vollidiot, dieser Erik macht, was er will. Wenn man einmal kurz nicht aufpasst, macht er, was er will. Ich gehe jetzt da durch. Was haben wir denn da Interessantes? Dynamit! Das ist sehr gut. Wir waren in einer Höhle, da brauchten wir Dynamit. Da müssen wir dann noch hingehen. Okay, anscheinend kann ich die nicht kaputt hauen, aber ich kann es dann nochmal versuchen. Oh, guckt. Oh, hier sind wir im Krater drinne. Da oben sind wir schon voller Panik einmal lang gerannt, ohne dass ich den überhaupt wahrgenommen habe, diesen Krater hier. Oh Gott, nicht runterfallen. Ja, es gibt zwei Wege, da runter zu kommen. Entweder man geht den regulären Weg durch Türen und Höhlen oder man nimmt sich... Wie waren das? Den Schildkrötenpanzer und rutscht da einfach auf gut Glück runter. Also bis, man könnte es schaffen, aber es könnte auch schief gehen. Aber hier gibt es noch andere. Da hinten kommen wir auch, glaube ich, raus. Und dann, ja, alles klar, hat Klick gemacht. Okay, schön, sehr gut. Haben wir den auch mal gesehen.
Da unten wird es dann auch noch mal lustig, aber da werden wir noch eine Weile brauchen, bis wir da hingehen. So, sehr schön. Ach so, nee, da brauchen wir keine Fackel. Da kommen wir eh so und nicht einfach hin. Okay, und da müssen wir auch eigentlich gar nicht mehr hin, glaube ich. Von dort aus werden wir nicht springen. Wenn wir mit dem Schildkrötenpanzer da runterrattern, dann von ganz oben. Und dann muss ich auch gucken, von wo, ob wir das überhaupt hinkriegen. Das wird lustig. Okay. Freundchen, vergiss das Licht nicht immer. Ich weiß gar nicht, ob wir hier lang müssen. Aber irgendwie scheint ein Weg zu sein, deswegen laufe ich einfach mal. In der Hoffnung, dass wir wieder auf den geraden Weg kommen. Ja, hier waren die Fingerchen. Oh, okay, hier lang. Kopf einziehen und springen gleichzeitig. Okay, das war die Linksabbiegung und dann geradeaus weiter, wo wir schon gegen gehämmert haben. Genau, und dahinter. Ich glaube, dass wir da was gehört haben, oder? Okay, kurz mal. Okay, geschafft. Hallo? Oh, noch was sind wir kaputt worden. Hatten wir das nicht schon kaputt gehauen alles? Erik, nicht so laut. Boah, das klingt nicht gut. Boah, ich glaube nicht, da. Mann, ich habe den Alkohol schon wieder gesoffen. Egal. To-Do-Liste aktualisiert. Ich habe Angst. Was denn hier hinter? Ist hier auch noch was hinter? Wahrscheinlich nicht. Jetzt locken wir den wahrscheinlich hier durch nur. Boah, der ist nah dran. Ich weiß zwar noch nicht wo. Ich habe Angst. Okay, hinter ist tatsächlich nichts. Danke dafür. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah. Okay, ich habe gehört, er kam angetrampelt. Kann uns das Ding in der Hand explodieren? Was ist denn das überhaupt für einer? Ist das ein Armsi? Da ist er! Boah, voll daneben geworfen. Super. Oh Gott. Armsi? Da ist er. Mann. Wir brennen. Scheiße. Mann, Erik. Hör auf zu brennen. Wasser. Mann, dass der immer mit in Flammen aufgehen muss. Vollidiot. Dynamit. Wir werden es mal mit Dynamit ausprobieren. Armsi, ich jag dich in die Luft. Wo bist du? Nee, hör auf damit. Komm her. Ey, der steht ja da. Habt ihr den gesehen? Der stand da. Der steht doch da, oder? Ja. Trifft er? Gleich noch einen hinterher. Der lebt anscheinend noch. Der lebt immer noch. Da ist er. Habt ihr ihn gesehen? Aber jetzt. Bam. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Liegt der hier? Das ist er. Ist er das? Hä? Bin ich jetzt verwirrt? Ist der in 1000 Stücke gesprengt worden oder was? Hä? Aber wo ist denn unsere Rüstung? Oh, das war er wirklich. Also ist nicht gut. Da steht doch einer, oder? Steht da einer? Mit Dynamit ist nicht so gut, weil
Anscheinend haben wir dann keine Rüstung. Okay, aber das ist die Notlösung, sagen wir es so. Und ich glaube zu sehen, dass da hinten irgendwo einer steht. Habt ihr den auch gesehen? Oh, das ist hier so groß, dass es dunkel wird. Okay, wir müssen den Rand lang laufen. Ohne Taschenlampe ist doof. Aber hier war definitiv einer. Ich habe einen gesehen. Ja, aber wo ist er? Da ist er. Komm her. Boah, nein, Erik, nicht jetzt. Nicht jetzt mit Ausdauer mir kommen, ey. Was für ein Vollidiot. Wir müssen hier raus, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Renn, 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 spring, spring, was immer du auch kannst, tu's. Hier sind noch mehr. Wir haben keine Rüstung mehr. Auf Wiedersehen. Hä, jetzt bin ich irritiert. Sind wir von hier gekommen? Ich war jetzt so unter Stress, dass ich nicht weiß, ob wir von hier gekommen sind. Renn, Erik! Kletter da runter, ist egal, wo wir hinkommen. Kletter runter. Mann, 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 Mann. Okay, Mann. Oh, habe ich mich erschrocken schon wieder. Hört auf, einfach angerannt zu kommen. Ich glaube nicht, dass wir von hier kommen. Läuft noch alles? Läuft noch alles? Oh Gott, bin ich aufgeregt. Ausgang? Nee, 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 von hier kamen wir nicht. Ist das ein Ausgang? Bitte? Erik hat Hunger. Boah, ich bin so konzentriert gerade. Oh, ich muss mich entspannen. Aber kann mir mal irgendjemand sagen, ob wir von hier kommen oder nicht? Danke. Hier ist ein Weg, wir laufen einfach. Irgendwo muss ein Aufwand. Ausgang sein, da schimmert irgendwas. Oh Gott, ich mach's bitte. Oh mein Gott! Oh, nee, 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 auch nicht da lang. Okay, zurück, 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 weg, 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 weg. Da standen zwei Stück direkt vor uns. Hier kann es nicht richtig sein. Zurück, Erik, zurück. Kommando zurück. Wir rennen hier lang. Ah, jetzt haben wir die Arschkarte. Jetzt ist vorbei. Ich weiß auch. Mann, den Schlitz habe ich gesucht. Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch gar nicht, von wo ich hier gekommen bin. Da stehen einfach zwei Stück vor uns. Okay. Ob wir hier jemals wieder rausfinden, das ist schlecht. In Panik loszurennen ist schlecht. Oh, puh, ich bin. Okay, keine Rüstung mehr. Das ist ganz, ganz doof. Ich will nach Hause. Los, Erik, raus da jetzt. Ist mir egal, welchen Ausgang wir jetzt finden. Hauptsache irgendeinen. Okay. Okay, nochmal sammeln. Von hier sind wir nicht gekommen. Das heißt. Ja, was heißt das? Eine Bank. Wir sind nicht an der Bank vorbeigelaufen. Okay, hier hängt jemand. Hier, von hier sind wir gekommen. Hier geht's aber nicht weiter. Wir ignorieren's. Scheiße! Ich kann's nicht ignorieren. Komm, wir. Hoch da mit dir. Kommen wir weiter? Nee, rennen wir bitte nicht hinterher. Bitte rennen wir nicht hinterher. Was ist das hier überhaupt? Kommen wir hier weiter? Wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich habe gesagt, ich sehe nichts, die Höhle ist zu groß, deswegen halte ich mich rechts. Wenn ich mich da rechts gehalten habe, muss ich mich da jetzt nach an links halten, oder? Also links. Oh oh. Oh oh. Hängen wir jetzt hier fest? Leuchtfackel. Wie mache ich sie an?
So. Okay. Wenn ich mich. Hey Kumpel, kann ich mal kurz durch? Keine Ahnung, ob wir getroffen haben. Ganz entspannt, wir machen ganz entspannt. Wir dürfen keine Panik kriegen, sonst kommt. Hey, der ist tot. Okay, wenn ich. Hier ist ein Weg. Und sobald auf der linken Seite Holz kommt, sind wir auf dem richtigen Weg. Das ist doch schon wieder falsch. Oder? Da steht auch schon wieder. Ey, da stehen auch schon wieder welche. Okay, hier ist ein Seil. Hoch mit dir hoch. Ah, okay, hier sind. Wir sind komplett am Arsch. Ja, zu Recht, würde ich auch sagen. Ich glaube nicht, dass das ein Ausgang ist. Scheiße. Okay, wir müssen mal gucken, wo wir ankommen. In der Höhle ist ja richtig was los. Und auf einmal stehen sie immer vor uns und dann geht's los. Okay, bitte lass es ein Ausgang sein. Bitte, aber ich befürchte Schlechtes. Ich befürchte nicht Gutes. Dunkel, oder? Es ist dunkel vielleicht draußen. Vielleicht sehen wir das. Oh. Das ist ein Ausgang, Gott sei Dank. Es ist ein Ausgang. Okay. Wir müssen hier unbedingt noch mal rein. Ich baue mal kurz hier so ein Ding schnell noch. Das ist gelb, okay. Das war das falsche Zuhause. Da ist das rote. Ich muss nach Hause rennen. Wir müssen ganz schnell nach Hause und zum Abspeichern. Das gelbe Haus wäre auch eins gewesen zum Abspeichern. Ich weiß, aber. Wir müssen zum gelben Haus, sonst stürze ich hier runter. Ich wollte eigentlich da nicht hin, weil das geht gleich kaputt, das Haus. Aber jetzt müssen wir dahin. Aber hier lang könnte ich auch abstürzen. Das war jetzt auch nicht so sinnvoll. Aber das ist bestimmt hier gleich. Das ist hier gleich. Das ist näher dran. Ne? Und wehe, wenn nicht. Achtung, 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 wir fallen. Aber nicht tief. Erik, komm mir nicht ständig mit deiner Ausdauer, ey. Ja, würde ich. Hey, guck mal, was hier ist. Das brauchen wir auch. Ah, was für ein Glückstreffer. Das, meine Lieben, ist nämlich auch Rüstung. Das Tier habe ich gesucht am Anfang. Das ist eine Echse. Eine Echse haben wir gebraucht und gefunden. Hier ist die Eichen. Genau. Und da unten haben wir jetzt einen Strich bekommen. Also es gibt noch Blätterrüstung. Die ist die Schwächste, dann kommt die hier, die ist auch nicht wirklich gut. Ist hier unser Speicherstand? Ja! Wir haben es geschafft, Leute, sehr gut. Sofort abspeichern. Puh. Geschafft, super. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen!